Willkommen bzw. willkommen zurück, mein lieber Wassermann. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Wassermann. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Wassermänner. Nimm daher auch nur das mit, dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf, gerne ergänzend, die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Wie immer werde ich nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird und für die jeweilige Situation hilfreich ist. Ich schaue jetzt rein, was aktuell bei dir los ist, welche Blockaden, welche Hürden zeigen sich, denn die strahlen meistens auf alle Lebensbereiche aus. Wir schauen rein, welche Anregungen das Universum für dich hat, um deine Situation zu verbessern. Und natürlich wagen wir noch einen Blick in die Tendenzen. Was kommt als nächstes? Was darfst du erwarten? Gibt es Kurskorrekturen, die du vornehmen sollst? Wir werden uns jetzt einfach mal überraschen lassen. Bitte beachte außerdem, Karten haben keine Macht über dich, Karten haben auch keine Kontrolle über dich und Karten können nichts erzwingen. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, da zeigt sich eine sehr unangenehme Ausgangssituation. Also ich sehe hier irgendeine Form von Betrug oder Hinterhalt. Irgendetwas ist hier im Außen passiert zu deinem Nachteil. Du weißt vermutlich, worum es geht. Also hier ist ja, ich sehe hier eine gewisse Form von Ellbogentechnik oder ist mir doch egal, was mit der Person passiert. Ich mache hier mein Ding. Also von außen gesehen. Und hier hat sich jetzt anscheinend einiges ereignet, was hier sehr unangenehm für dich ist. Also was auch immer hier passiert ist. Aber ich sehe ganz klar, dass im Umfeld hier etwas passiert ist. Das kann man hier sehen. Du weißt vermutlich, wen das betrifft. Das ist vermutlich eine spezielle Person für die meisten Wassermänner, die hier zuschauen, aber können auch mehrere sein. Hängt davon ab, ob das jetzt eher beruflich oder privat ist. Kann auch sein, dass das etwas ist, was hier verschwimmt. Wir schauen jetzt mal direkt in die Blockaden hinein. Wo hakt es hier? Was bremst hier? Und ich sehe hier direkt auf deiner Ebene zeigt sich die Angst. Das ist auch sehr verständlich, denn so wie das hier liegt am Anfang, kann man das ganz gut nachvollziehen, was immer da auch passiert ist. Da glaubt man, ist jetzt natürlich auch der Glaube, also man glaubt, hier könnte noch mehr kommen oder kann das noch schlimmer werden. Und jetzt passiert irgendwo ein gewisser Rückzug, der hier auch vom Außen irgendwo, das ist schon eine Manipulation, die hier auch gewollt ist. Also dem können wir natürlich entgegenwirken, denn wir schauen natürlich auch rein, was du da machen kannst. Aber zuerst verschaffen wir uns jetzt mal ein klares Bild, was wir hier wissen dürfen. Vor allem, wenn wir uns der Blockaden bewusst werden, ist das auch meistens schon etwas, was hier sehr hilfreich ist und wo sich dann schon einiges lösen kann. Ich sehe hier auch irgendwo eine gewisse Hoffnungslosigkeit, irgendwie so dieses, wie soll ich neu anfangen? Und ich sehe hier auch, das ist auch sehr interessant, dass du hier irgendwo deine Besonderheit, dass dir die gerade nicht so bewusst ist oder dass du die auch vielleicht etwas verdrängst oder glaubst, dass das gar nicht echt ist. Aber wichtig ist, dass du erkennst, dass das ein temporäres Gefühl ist. Deine Besonderheit soll auch wieder
zurückkommen zu dir. Und es geht ja auch darum, dass diese Hoffnung wieder aufkeimt, dass es hier weitergeht und dass du sehr wohl neu anfangen kannst und dass sehr wohl alles wieder besser werden kann. Diese Angst, die hier so übermächtig wird, die überschattet natürlich alles und das ist dann natürlich klar, dass sich dann auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit breit macht. Aber das hier ist eine ganz klare Manipulation von außen, denn hier im Bild zeigt sich auch im Umfeld, da ist der Hund begraben offenbar. Also es geht hier wirklich um einen Einfluss, eine Einflussnahme von außen und hier zeigen sich jetzt natürlich auch bestimmte Hemmungen und natürlich, wenn das Vertrauen weg ist, dann beziehungsweise das Vertrauen erschüttert ist, dann ist das natürlich sehr, sehr unangenehm. Wir schauen jetzt mal in die Anregungen hinein vom Universum und hier geht es darum zu erkennen, dass diese Sache, also hier dürfte es vermutlich darum gehen, dass man in Zukunft eher weniger Kontakt miteinander hat, wie man das hier liegen sieht. Wichtig ist, dass das auch in dein Bewusstsein kommt, dass diese Sache abgeschlossen ist, dass es hier auch vorbei ist, egal was von dort noch kommt, aber dass du für dich auch beginnst, damit abzuschließen, annimmst, wie diese Situation jetzt ist und das in die Vergangenheit gleiten zu lassen. Das ist natürlich ein Prozess. Das Positive, also ich schaue hier direkt in die Tendenzen hinein, ist, dass du, wenn du hier das annimmst, dass es hier vorbei ist, geht es ja auch darum, dass es relativ schnell auch wieder hier Aktivitäten sind, dass du hier wieder mehr rausgehst, dich wieder mehr zeigst. Also es geht halt darum, dass du diesen Prozess jetzt durchläufst. Hier wird natürlich mit Angstmache, wird versucht, dich davon abzuhalten, weil das natürlich, man sieht ja schon ganz klar eine gewisse Form von Energievampirismus ist, wenn man so möchte, also dass hier da ordentlich Energie von dir abgezapft wird, weil hier offensichtlich auch sehr viel Energie vorhanden ist, also deine Besonderheit ist anderen sehr wohl bewusst, aber hier wird irgendwie ja mit sehr eigenartigen Mitteln gearbeitet. Wichtig ist, dass du für dich diese Sache hier abschließt und so für dich im Inneren enden lässt, denn das wird dir auch helfen, diese Angst aufzulösen. Das Universum gibt hier auch noch eine Meldung raus bezüglich dem Neuanfangen. Hier werde ich mir jetzt noch eine Zusatzinformation dazu holen, bevor ich hier anfange. Also es geht hier schon darum, dass du aktiv werden sollst. Also es geht hier um ein aktives Handeln, auch nach außen hin, dass du dich hier nicht vielleicht auch einschüchtern lässt. Das könnte schon auch hier irgendwo mitspielen. Also du sollst dir hier nicht mehr wie man in Österreich so schön sagt, die Schneid abkaufen lassen. Aber es ist hier wichtig, wie du handelst. Also hier geht es um ein gewisses Feingefühl, das besitzt du auch. Dem Universum ist nur wichtig, dass ich dich darauf hinweise. Du sollst versuchen, hier nicht so sehr dasselbe zurückzusenden, was hier gekommen ist, oder zu misstrauisch zu sein. Hier geht es mehr darum, auf eine gewisse Art und Weise aktiv auch zu beobachten. Wie soll ich das ausdrücken? Also es geht schon um ein aktives Beobachten und auch eine aktive Lebensweise nach außen hin, also das auch wieder mehr zu praktizieren. Aber dem Universum geht es hier irgendwo darum, dass du hier dein Herz schützen sollst, also deine Gefühle auch schützen sollst. Und hier mehr vom das ist jetzt, glaube ich, sehr metaphorisch und vielleicht auch sehr abstrakt, aber von innen heraus handeln sollst und nicht zu sehr abblocken.
Es geht hier mehr darum, dass du hier auf eine gewisse Art und Weise auch harmonisch aktiv handeln sollst. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es geht dem Universum hier darum, dass du hier irgendetwas übersehen könntest, was dich hier verletzlich macht. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich gehe hier mal weiter. Vielleicht kommen dann die Worte zu mir, die ich brauche. Ich sehe hier jedenfalls im Umfeld, dass hier auch verborgene Informationen bzw. verborgene Schätze sind, derer du dir noch nicht ganz bewusst bist. Also hier ist nicht alles schlecht. Also du sollst schon auch den Kontakt nach außen suchen, beziehungsweise zeigt sich ja auch, es geht hier um gewisse Informationen, die du noch brauchst, um hier handeln zu können. Irgendwelche Informationen im Umfeld. Ich werde hier jetzt noch eine zusätzliche Karte ziehen. Vielleicht kann ich dir hier ein bisschen mehr sagen dann. Also hier geht es darum, dass du dir Hilfe holst. Hier geht es darum, dass du mit jemandem sprichst, der beziehungsweise diese Erfahrung oder eine ähnliche Erfahrung schon gemacht hat. Das Alter ist hier nicht entscheidend, sondern die Erfahrung. Und hier sind irgendwelche wichtigen verborgenen Informationen für dich, ganz speziell auf deine Situation hin. Also viel mehr wird mir hier nicht gezeigt. Das wäre dann, ja, das ist hier für das Kollektiv nicht möglich, weil es hier anscheinend sehr spezielle Informationen sind, um die es geht. Und ich glaube, das ist auch der Hinweis auf das. Also du sollst hier aktiv suchen, aktiv auch werden, aber hier mehr lösungsorientiert und mehr auf das gerichtet, wo du hin möchtest und nicht so sehr auf diese Situation gerichtet. Ich glaube, jetzt habe ich die Information, wie sie richtig ist. Also du sollst nach vorne schauen, wo du hin möchtest. Und auch mit jemandem sprechen bzw. Informationen einholen. Vielleicht gibt es auch Blogartikel online oder Videos speziell zu deinem Thema, wo du dir hier wo du deine eigene Sichtweise erweitern kannst und für dich dann hier einiges klar werden könnte. Die Tendenz ist insgesamt sehr, sehr positiv für dich. Ich sehe hier nämlich eine Erleichterung. Also, und es geht hier eben um dieses nach vorne richten, um wieder aktiv zu werden, rauszugehen, erleichtert auch zu sein. Es geht hier um Leichtigkeit, um einen Neuanfang, der hier eigentlich sogar schon richtig anklopft. Das kann man schon sehen. Das dürfte auch sehr rasch gehen. Es geht hier mehr einfach um dieses Loslassen, um dieses Abschließen. Das ist, wie gesagt, ein Prozess. Je nachdem, um was es hier bei dir geht, wird es eine gewisse Zeit vermutlich brauchen. Aber ich sehe hier auch, was das Umfeld betrifft, Gewinne. Das kann jetzt rein privat bzw. persönlich sein, kann aber auch das berufliche Umfeld betreffen, dass hier entweder ein Gewinn reinkommt mit jemandem, also eine gute Teamarbeit entstehen könnte, oder dass du hier, ja, hier irgendwie über das Umfeld, über vielleicht auch jemand, den du noch gar nicht kennst, aber hier zeigt sich auf jeden Fall eine gewisse Art von Gewinn an. Kann materiell sein, muss aber nicht materiell sein. Das hängt, wie gesagt, immer von deiner Situation ab. Ja, sonst denke ich, sind das hier alle Informationen. Also hier nochmal abschließend, hier habe ich sehr lange herumgedeutet. Hier geht es wirklich darum, den Blick nach vorne zu richten, auf das, was du möchtest. So kannst du auch weiteren Verletzungen hier weitestgehend ausweichen, beziehungsweise können die dann gar nicht geschehen. Und es geht eben um den Abschluss auch dieser Sache, dieses Annehmen, dass das auch vorbei ist.
ist und in die Vergangenheit gehen soll. Je nachdem, was hier los ist, wird das dementsprechend noch dauern, aber es geht um die Entscheidung hier, diese bewusste Entscheidung, und das dürfte dann auch sehr schnell, wie gesagt, hier Erleichterung und einen Neuanfang hereinbringen, einen Neuanfang mit Erfahrung natürlich, der für dich, der für dich sehr angenehm sein dürfte. Ja, mein lieber Wassermann, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wirklich sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denke auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch die Glocke, denn dann wirst du auch benachrichtigt, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, also glaub an dich und denke mal daran, manchmal löst sich ein Problem schon auf, wenn wir es einfach nur betrachten. Vielen Dank für dein Vertrauen.